Sie haben ein bisschen viel gemacht und jetzt schmerzt Sie Ihre Achillessehne. Das sollten Sie nicht ignorieren, denn eine Achillessehnenreizung kann chronisch werden. Was Sie selbst dagegen tun können, erfahren Sie hier. Hallo, ich bin Stefan Preis. Wenn Ihre Achillessehne durch eine ungewohnte oder zu intensive Belastung gestresst ist und schmerzt, sollten Sie frühzeitig gegensteuern. So eine Reizung kann leicht chronisch werden und das bedeutet häufig eine langwierige Behandlung und eine entsprechende Sportpause. Aber was heißt das konkret? Was können, was sollen Sie selbst tun? Na klar, auch wenn es schwerfällt, Sie müssen zunächst unbedingt die Belastung der gereizten Achillessehne reduzieren. Das heißt Sportpause für Ihre Sehne. Aber das allein reicht nicht. In der Akutphase, das heißt unmittelbar nachdem die Beschwerden aufgetreten sind, sollten Sie die gereizte Sehne für 2 bis 3 Tage mit sogenannter milder Kälte behandeln. Milde Kälte heißt, das Gewebe soll gekühlt, aber nicht eiskalt werden. Dazu legen Sie 4 bis 5 Mal täglich ein Cold Pack für jeweils ca. 15 Minuten auf die schmerzhafte Achillessehne. Aber wichtig, wenn das Cold Pack aus dem Eisfach kommt, unbedingt in ein Handtuch einwickeln. Zusätzlich sollten Sie 2 bis 3 Mal täglich ein entzündungshemmendes Gel, zum Beispiel Diclofenac oder Ibuprofen, auftragen. Ist der akute Schmerz überwunden, sollten Sie mit durchblutungsfördernden Maßnahmen arbeiten. Je besser das Gewebe durchblutet ist, umso intensiver wird dessen Selbstheilung unterstützt. Fußwechselbäder, vor allem aber eine sogenannte Eis-Lolli-Behandlung, sind sehr effizient. Was Eis-Lolli-Behandlung bedeutet, zeige ich Ihnen hier. Zunächst zur Herstellung des Eislollis. Sie nehmen sich einen Becher, am besten einen Plastikbecher, geben Wasser rein und stecken einen Löffel oder Stift hinein. Das stellen Sie dann ins Eisfach. Wenn das Ganze gefroren ist, nehmen Sie den Eislolli aus dem Becher. Als kleiner Tipp, das geht einfacher, wenn Sie den Becher vorher kurz unter heißes Wasser halten. Mit diesem Eislolli reiben Sie dann den schmerzhaften Bereich großflächig mit kreisenden Bewegungen ab. Das Abreiben mit kreisenden Bewegungen ist ganz besonders wichtig, damit es nicht zu Erfrierungen kommt. Am besten legen Sie sich dabei ein Handtuch unter. Das machen Sie für ca. 10 bis 15 Minuten. Sie werden merken, dass das Gewebe, das zunächst eiskalt und blass war, nachher gerötet und gut durchblutet ist. Das ist wie bei Ihren Händen nach einer Schneeballschlacht. Erst sind sie eiskalt und nachher glühen sie, weil sie maximal durchblutet sind. Sie sollten eine solche Eislolli-Behandlung regelmäßig, nach Möglichkeit 1 bis 2 Mal täglich durchführen. Daneben ist es ganz wichtig, dass Sie Ihre Wadenmuskeln regelmäßig dehnen. So reduzieren Sie die Grundspannung und damit den chronischen Zug an der gestressten Achillessehne. Auch hier die Folge: verbesserte Selbstheilung. Ich zeige Ihnen dazu 2 ganz einfache, aber sehr effiziente Übungen. Sie stellen sich zum Beispiel an ein Sideboard, bringen das schmerzhafte Bein zurück, stehen also in einer Schrittposition, schieben das Becken vor, stellen sich auf den Fußballen und drücken die Ferse Richtung Boden. Sie spüren dabei eine Dehnung, einen Zug in Ihrer Wade. Diese Position halten Sie für ca. 15 bis 20 Sekunden. Dann machen Sie eine kleine Pause und wiederholen das Ganze 3 bis 4 Mal. Diese kleine Übungssequenz, sie dauert nicht mehr als 2 Minuten, sollten Sie dann 3 bis 4 Mal täglich wiederholen. Die 2. Übung sieht ganz ähnlich aus, nur dass Sie sie mit gebeugtem Kniegelenk machen. Also Schrittstellung, diesmal das hintere Bein gebeugt, das Becken vorschieben, Gewicht auf den Fuß ballen und die Ferse Richtung Boden drücken und dabei das Knie gebeugt lassen. Sie spüren dabei eine Dehnung, einen Zug im unteren Bereich Ihrer Wade. Mit dieser Übung dehnen Sie Ihren tiefen Wadenmuskel. Mit der 1. Übung, bei der Ihr Bein gestreckt war, den oberflächlichen Wadenmuskel. Die Regeln bleiben die gleichen. Die Position halten für 10 bis 15 Sekunden, kurze Pause, das Ganze 3-4 Mal wiederholen und die 2-minütige Übung über den Tag verteilt 3 bis 4 Mal wiederholen. Sie sehen, neben einer gewissen Schonung müssen Sie aktiv mitarbeiten. Aber ich bin sicher, so bekommen Sie Ihre Achillessehnenbeschwerden in den Griff. Wenn nicht und die Sehne nach 3 bis 4 Wochen immer noch schmerzt,
sollten Sie das unbedingt checken und professionell behandeln lassen. Sie sollten Ihre Beschwerden ernst nehmen, denn zum einen kann so eine Achillessehnenreizung chronisch werden und zum anderen kann eine chronisch gereizte Sehne sogar relativ leicht reißen. Mehr zur konservativen Behandlung von Achillessehnenbeschwerden finden Sie auf unserem Kanal. Und damit Sie immer gut informiert bleiben, abonnieren Sie ihn am besten hier direkt. Oder vereinbaren Sie gern einen Termin hier bei uns in der Klinik am Ring. Bleiben Sie gesund, Ihr Stefan Preis.